Aus dem Gedichtband Die Seelenmuse, geschrieben von Heike Hoffmann, erschienen im Frühjahr 2017, erhältlich unter anderem bei Amazon. Möglicherweise auch privat. Heike Hoffmann ist auf Facebook. Ich möchte ein bisschen was daraus lesen. Ganz unvoreingenommen. Und das kann ich dadurch sicherstellen, dass ich jetzt original Gedichte lese, die ich nie vorher zu Gesicht bekommen habe. Also sogar für diese Lesung jetzt habe ich mir nichts durchgelesen. Jeder einzelne Buchstabe ist für mich komplett neu. Und mit der gleichen Unvoreingenommenheit solltet ihr auch zuhören. Lasst euch nicht beeinflussen dadurch, aha, den Alten kenne ich, der ist so schräg drauf, das kann gar nichts für mich sein, der ist mir vielleicht auch ein bisschen zu politisch, ein bisschen zu revolutionär oder wie auch immer. Lasst euch durch nichts beeinflussen. Lasst einfach die Sprache von Heike Hoffmann auf euch wirken und seht, was sie mit euch macht. Ich wünsche mir, dass es was Gutes ist. Die Seelenmuse. So ganz nebenbei, zu diesem Video gibt es bereits eine Folge 1. Die könnt ihr googeln oder auf YouTube in der Suchmaschine finden. Unter Reinhard Steinbrecher, Wilfried Liebe liest Heike Hoffmann, die Seelenmuse. Also ich denke mal, wenn er die Suchwörter Seelenmuse und Heike Hoffmann eingibt, dann solltet ihr schon fündig werden, was diesen Teil 1 betrifft und mögliche Fortsetzungen. Die Seelenmuse. Heike Hoffmann. Video 2. Erlösung. Endlich ist er da. Der Moment der Berührung unserer Gläser im Klang der Sinfonie, der Gedanken unserer Philosophie, dieses Lachen, eine Begegnung unserer Seelen, die Harmonie von Geist und Gefühl. Sie. Die Vollendung von Sehnsucht und Leidenschaft. Phil und Sophie. Ein erfindungsreiches Wortspiel, wie ich finde. Das Wort Philosophie
zu unterteilen in zwei Vornamen. Einen für einen Mann, Phil, wie Phil Collins. Und Sophie kommt ja, ich glaube, aus dem Altgriechischen. Sophie, die Weisheit. Da gibt es so ganz nebenbei ein traumhaft schönes Philosophiebuch für Kinder und Kindgebliebene, von dem mir gerade jetzt bedauerlicherweise mal wieder der Titel nicht einfällt, aber es hat irgendwas im Titel mit Sophie. Und die Hauptfigur des Buches ist auch die Sophie. Nicht ganz zufällig, denn wie gesagt, Sophie im Ursprung die Weisheit, nach der wir alle streben. Das war mein persönliches Vorwort, das hier eigentlich gar nichts zu suchen hat. Also, Heike Hoffmann, Phil und Sophie. Phil und Sophie, ein kluges Paar. Sehr konstruktiv und wunderbar. Entdecken immer wieder gern das Wissen um des Glaubens Kern. Das Universum sie erhält, das Phänomen der großen Welt, gefüllt mit Fragen nach dem Sein, stellt sich so manche Antwort ein. Es ist ganz gleich, um welche Zeit, zum Diskutieren stets bereit. Ergründen sie den Schein im Licht, an Vehemenz gespart wird nicht. Sophie ergreift zuerst das Wort. Phil setzt ihm nun die Reise fort, sich fragend, was ist existent? Doch das Ergebnis scheint latent. Sie debattieren durch die Nacht, an Schlaf wird dabei nicht gedacht. Denn tief im Leben steckt die Kraft, voll Euphorie und Leidenschaft. Die Analyse wird gemacht. Selbst Hegels Seele leise lacht. Die staunt, wie beide konferieren, sich in der Empirie verlieren. Sie konstruieren ihre Lust in Kunst und Sprache ganz bewusst. Der Weisheit Liebe sie berührt. Das kluge Wort sie still verführt. Phil und Sophie, ein schönes Paar, erobern sich nun schon ein Jahr in metaphysischer Magie. Die Liebe heißt Philosophie. Wege. Mein Weg ist bestimmt. Ich kenne ihn. Doch bleibe ich stehen. Ein kurzes Zögern. Dann schlage ich ein, die eine Richtung, die ich mag. Wer mich begleitet, erahne ich. Du bist dabei, passt auf mich auf, hältst meine Hand. Wenn ein Holpern beginnt, ich den Berg erklimme, dein Herz laut pulsiert.
ich gehe meinen Weg. Und ich spüre, was immer geschieht, wo auch immer ich bin, du bist für mich da. Und wenn ich falle, fängst du mich auf. Du bist der Halt in meinem Leben. In Gedanken. Heike Hoffmann. Nicht vergessen. In Gedanken. Der Zug rollt ein. Ich stehe wartend am Gleis. Spüre das Kribbeln im Bauch. Es ist das seltsame Gefühl, auf Reise zu gehen. Sich ein Stück treiben lassen. Doch diese Ungewissheit, erreiche ich wirklich mein Ziel? Bin ich zu spät oder zu früh? All diese Spannungen. Ich werde nicht umsteigen. Schon gar nicht aussteigen. Das Abteil betretend, setze ich mich ans Fenster. Blättere in meinem Buch. Die Träume beginnen. Und jedes Kapitel schreibt ein wenig Geschichte. Der Zug rollt ein, ich stehe wartend am Gleis, spüre das Kribbeln im Bauch. Es ist ein wunderbares Gefühl. Dir endlich zu begegnen, zu wissen, ich bin angekommen. Die Seelenmuse. Heike Hoffmann, der Pianist. Der Pianist, der stimmt sich ein, bestellt beim Kellner ein Glas Wein. Still schaut er in der Bar sich um. Ein Blickkontakt zum Publikum. Alsbald ertönt ganz sanft Musik. Tasten hüpfen, magnifik. Der Mann im Frack spielt virtuos. Die Noten tanzen hemmungslos. Das erste Paar steht schweigend auf. So nimmt der Tango seinen Lauf. Sorry, Entschuldigung. Ihr Feuer schürt in ihm die Glut. Der Pianist zollt stumm Tribut. So musiziert er froh und heiter. Die Tänzer schweben lustvoll weiter. Sein Repertoire ist umfangreich. Dem Tango folgt ein Walzer gleich. Entschuldigung, es nimmt mich mit, es packt mich. In seiner wohlverdienten Pause denkt er noch lang nicht an zu Hause. Der Pianist genießt den Trink, als er bemerkt,
den fernen Wink. Er lächelt. Und nimmt am Bier. Grandios belebt er das Klavier. Die Stimmung ist recht aufgeheizt, weil musikalisch er nicht geizt. Voll Leidenschaft, hoch motiviert, erklingt sein Lied. Improvisiert. Als plötzlich eine Lady singt. Der Pianist nach Atem ringt. Er wagt es jetzt nicht, sich umzudrehen, da er begreift, es wird geschehen. Galant schwingt sie sich aufs Klavier. Der kluge Mann bewahrt Manier. Ihr Blick hat ihn im Nu berührt. Der Pianist fühlt sich verführt. Jedoch bewahrt er Contenance. So schnell gibt er ihr keine Chance. Doch dann beginnt er zu verstehen. Die schöne Stimme ist Marlene. Er hat sie nicht sofort erkannt. Sie gingen einmal Hand in Hand. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, Folge 1 und Folge 3 von Heike Hoffmann, die Seelenmuse. Auf YouTube.